Ich arbeite einfach mal eine Liste weiter ab. Bin gespannt, was noch passiert. Als nächstes haben wir den Wilhelm Kling hier. Grüß Gott, es freut mich, dass so viele da sind und vor allem, dass die Veranstaltung Bundesrepublik und weltweit stattfindet. Endlich haben wir mal ein Publikum, das wo engagiert ist. Ich muss euch eins sagen, wenn man sich überlegt, ich komme von den Senioren her, ich bin da dort der einer der stellvertretenden Vorsitzenden, ehrenamtlich, ich kriege also kein Geld. Und wenn man sich auf der anderen Seite überlegt, was bei den Banken passiert, die Rentner kriegen 0,99%, die Hartz-IV-Empfänger und Sozialhilfeempfänger 5 Euro und die Banken Milliarden, die wollen wir ja nachschmeißen. Und dann, wenn man... Das ist einer der Gründe, wenn man sich überlegt, die Global Player werden immer reicher und die Bevölkerung immer ärmer. Am Beispiel Griechenland, da wo das Geld verzockt wird, das wo auch noch durch Herbestwirtschaften von der Bundesregierung abgesichert ist, da ist das eine Katastrophe. Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit die zweite Bankenkrise. Für Bildung ist kein Geld da. Die ganzen Probleme, wo bei uns Rentnern durchschlagen, die treffen die Jungen noch viel stärker. Also, ich begreife nicht, was los ist in unserer Republik. Wenn man sich Griechenland anschaut, da gehen die Leute auf die Straße. Bei uns jetzt endlich auch mal. Ich muss euch eins sagen, wenn Sie einmal ein Theaterstück anschauen wollt, dann geht es am 27.10. in den Justizpalast um 10.30 Uhr. Da werden Aktionäre, die von der Hypo der LSD zwangsenteignet sind, ist der Prozess. Das ist kein Prozess, das ist ein Theaterstück. Wir haben die Rechtsprechung in Bayern. Die Rechtsprechung in Bayern ist auf dem Sozialsektor und für die kleinen Leute das Schlimmste, was bundesrepublikweit passieren kann. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche, dass die ganze Aktion weiter so läuft wie bis jetzt. Das muss ich noch verstärken. Ich glaube, was wirklich schön rauskommt, ist, dass das wirklich quer durch die ganze Gesellschaft geht, die Bewegung, und nicht nur ein paar Einzelne da sind. Und ich hoffe, dass es auch entsprechend dann draußen so kommuniziert werden wird. Also sehr gerne wird es so getan, als ob es nur ein paar Einzelne wären, die glauben, sie müssten revoltieren. Ganz im Gegenteil, es ist sehr, sehr weit gesteuert durch die ganze Gesellschaft. Und ich bin froh, dass das hier auf der Bühne zeigt. Nochmal vielen Dank. Als nächstes haben wir den Uli Sedlacek. Ja, hallo. Ich bin der Uli Sedlacek aus Reithausen. Ich bringe mein Coming-out gleich hinter mich. Ich bin ein Parteimitglied, nämlich bei der Partei Die Linke. Trotzdem, alles, was ich jetzt sage, ist genau meine Meinung. Das ist nichts, was aufoktroyiert wurde. Gut, wir diskutieren ja überall in den Zeitungen, in den Talkshows über die Ursachen der Krise. Die Ursache der Krise, sagt man uns, ist, dass zum Beispiel die Griechen über ihre Verhältnisse gelebt haben. Was haben diese bösen Griechen gemacht? Der griechische Staat hat zum Beispiel von deutschen Rüstungskonzernen U-Boote gekauft, Panzer gekauft und so weiter. Die hat er nicht aus eigenen Steuermitteln finanziert, dafür hat er Schulden gemacht. Die Schulden hat er zum Beispiel bei einer deutschen Bank gemacht. Das Geld, was die Deutsche Bank dem griechischen Staat gegeben hat, ist zurückgeflossen zu Kraus Maffei und so weiter. Jetzt hat der griechische Staat Probleme, die Zinsen für die Schulden zu zahlen. Was passiert? Der deutsche Staat greift über einen Rettungsschirm ein, nimmt die Schuldtitel von der Deutschen Bank in Staatsbesitz und letztendlich hat dann der deutsche Steuerzahler die Panzer und U-Boote finanziert, die Griechenland jetzt hat. Das ist also das tolle Geschäft. Ich bin ja schon etwas älter, ich habe noch die Zeit der ersten großen Koalition miterlebt. Das waren damals Finanzminister Franz Josef Strauß und Wirtschaftsminister Karl Schiller. Die haben damals einiges Blöde gemacht, einiges Gute. Das Gute war zum Beispiel das Stabilitätsgesetz. In dem Stabilitätsgesetz sind 3 4 Ziele formuliert. Wirtschaftswachstum, Arbeitsplatzsicherheit, Preisstabilität und außenwirtschaftliches Gleichgewicht.
Das heißt, dass die Exporte ungefähr den Importen entsprechen sollten. Von diesem redet heute niemand mehr. Es gibt nur das Ziel, wir müssen unsere Exportüberschüsse maximieren. Das ist das Gleiche. Und was heißt es aber, wenn man viel mehr exportiert als importiert? Das heißt, es gibt Schulden. Die Exportüberschüsse werden mit Schulden bezahlt. Und irgendwann stellt sich raus, wenn man immer Schulden anhäuft, dass halt die Schulden nicht beglichen werden können. Und so geht es dann auf einmal weiter. Ne? Und das ist einfach, aber von diesem Ziel kommt man nicht ab. Es gibt ja diese tollen Wirtschaftswissenschaftler, wie der Professor Hans-Werner von Sinnen, die haben mal ausgestellt, wie Wirtschaft funktioniert. Die Armen arbeiten mehr, wenn sie weniger Geld bekommen. Deswegen muss man das Arbeitslosengeld senken und die Löhne möglichst senken. Die Reichen hingegen, die arbeiten mehr, wenn sie weniger Steuern zahlen müssen. Das heißt, mehr Geld behalten können. Und deswegen hat man die Steuern immer weiter gekürzt. Man hat zum Beispiel auch die Kapitalerträge, muss man jetzt nicht mehr seinen persönlichen Einkommenssteuersatz zahlen, sondern nur noch pauschal 25%. Das heißt, die Bundesanleihen zeichnen, kaufen, die zahlen jetzt darauf nur noch 25% Steuern, statt früher ungefähr 50%. Ja, und dann sagt man, oh, jetzt haben wir Staatsverschuldung. Der Staat hat über seine Verhältnisse gelebt. Ja, der Staat nimmt halt einfach zu wenig Geld ein und kürzt immer bei den Armen und zahlt dann noch dazu den Leuten, die zu wenig Lohn haben, gibt dann aufstockendes Hartz IV und dann sagt man, oh, wir haben überbordende Sozialleistungen. Und dagegen müssen wir uns jetzt mal gemeinsam wehren. Und ich bin dafür, dass sowohl Parteien als auch Unorganisierte, als auch Bürgerbewegungen, als auch Organisationen wie ATTAC versuchen, eine breite Protestbewegung zu organisieren. Dankeschön. Als nächstes haben wir den Jürgen Siegel. Applaus bitte. Sind schon noch ein paar Leute da. Hallo zusammen. Ich wollte eigentlich mit dem Plakat herkommen, wo drauf steht, Politiker, wacht auf, ihr werdet total verheizt. Für mich geht es darum, es gibt in den oberen Schichten ganz viele Leute, die so die Schnauze voll haben, aber nicht wissen, wie sie aus dem System rauskommen können. Die haben Familien, die sie ernährt werden müssen. Und ich möchte mich gleichzeitig bedanken bei den, zum Beispiel bei Polizisten, die bei Stuttgart 21 ihre Hände auf den Boden schmeißen und sagen, sie machen nicht mehr mit, auf Kinder und Mütter einzuschlagen. Ich möchte mich bedanken bei Politikern, die in der Öffentlichkeit, im Parlament ganz offen sagen, dass das System krankt und dass was nicht stimmt und es sehr genau sagen. Und ich möchte auch gleichzeitig darum bitten, sehr genau anzuschauen, wer von den Politikern es ist. Wir brauchen diese Politiker, die in Wahrheit sprechen. Es gibt sie schon und sie kommen immer mehr raus. Ich möchte mich bedanken bei den Soldaten zum Beispiel. Ich weiß von in New York unten bei den Demonstranten bei der Wall Street kommen jetzt, ich habe es gelesen nur, kommen jetzt Marines und unterstützen die Demonstranten, weil die Demonstranten von den Polizisten so zusammengeprügelt werden. Also da kommt Militär, um die Demonstranten zu schützen. Also in der Gesellschaft brodelt es überall. Für mich geht es nicht darum, irgendwas zu bekämpfen oder die Banken anzukreiden oder sonst irgendwas. Es geht für mich darum, in die Wahrheit zu kommen. Es geht für mich darum, in eine Gesellschaft reinzukommen. Und wenn wir das wirklich begriffen hätten, dass wir die 99% sind, dann bräuchten wir diesen ganzen Zinnober nicht. Ich habe einen Spruch gehört von Gerd heute. Da geht es darum, die ganzen Banken kriegen unser Geld. Gebt es ihnen doch einfach. Wir brauchen doch das Geld gar nicht. Gebt doch noch Banken. Lasst doch die Banken an dem Geld verhungern. Und wir erleben unser eigenes Leben und machen das, was wir für richtig halten. Und das möchte ich für die Zukunft für uns alle haben, dass es möglichst viele Leute begreifen. Dankeschön.